Ja, das ist mehr Munition, als wir in einer Dreiviertelstunde aufnehmen und verarbeiten können. Ich würde gern bei einem Stichwort ansetzen, das Sie alle drei angesprochen haben, Sie zum Schluss, Herr Groß. Teilhabe, Partizipation, Abbau von Segregation und Demokratiedefiziten. Ich habe auch noch kurz gedacht an die Situation im Rat in Osnabrück, wo also Menschen mit Migrationshintergrund erstmal nicht vertreten sind. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil der Ratsmitglieder in ihren Räten ist. Das ist nur ein Symptom dafür, dass es immer noch schwierig ist, tatsächlich also Teilhabe und Partizipation gerecht zu ermöglichen. Haben Sie eine Vorstellung, also von Ihren beiden Städten her zunächst, wo Sie die größten Schwierigkeiten für Beteiligung, für Partizipation und auch für Artikulation von Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund, auch von geflüchteten Menschen erleben? Wie artikulieren die sich, außer über die Räte, von denen Herr Groß zum Schluss gesprochen hat? Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass Sie ein Gespür dafür bekommen müssen, wie überhaupt in Deutschland und auch in den jeweiligen Städten solche Prozesse stattfinden. Das ist oft so, dass in deren Herkunftsländern andere Formen der Partizipation stattfinden. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass man im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung auch und gerade in den Einrichtungen, in denen die geflüchteten Menschen untergebracht sind, von Anfang an eben auch schon sozusagen im Mikrokosmos solche demokratisch-partizipatorischen Formen mit einübt und auch zu einer Grundhaltung bringt. Das ist eine Frage der Betreuung, auch eines ganzheitlichen Konzepts. Und das ist eben auch einer der Konzepte, mit denen wir umgehen. Also, dass sie lernen, sich in gewisser Weise erstmal selber auch zu verwalten, also selber auch Verantwortung wahrzunehmen, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite eben auch zu sagen, dass sie sich relativ schnell zusammenschließen und merken, gemeinsam ist man auch klarer in der Artikulation, gemeinsam kann man auch seine Interessen entsprechend artikulieren. Und dafür müssen wir natürlich auch Infrastruktur zur Verfügung stellen, also entsprechende Beratung. Dazu gehört auch ein Höchstmaß an Kommunikationspotenz. Also sagen wir, das fängt mit so Kleinigkeiten an, jedes Gebäude, in dem geflüchtete Menschen untergebracht sind, selbst als damals die großen Notunterkünfte waren, wir haben immer eine umfassende WLAN-Ausstattung vorgenommen, damit die eben untereinander, aber eben auch mit ihren Herkunftsländern doch kostenlos in Verbindung bleiben konnten. Und auch das gehört eben mit dazu. Aber das Wichtigste ist eben Demokratie von Anfang an lernen. Und es sind eben, muss man ehrlicherweise sagen, nicht alle geflüchtete Menschen aus demokratischen Staaten, wo eben auch eine demokratische Kultur vorhanden ist. Das muss teilweise eingeübt werden mit allen Rechten, aber auch Pflichten, die damit einhergehen. Also ich würde das nochmal betonen, weil ich vorhin schon gesagt habe. Also ich bin im Moment fast jede Woche mindestens ein, zwei Termine in Communities unterwegs, die eben neu in unserer Stadt mit nennenswerter Anzahl sind, ob es jetzt die Iraner, die Somalier, die Eritreer, die Afghanen und so weiter ist, um ihnen Unterstützung zu geben zur Selbstorganisation, dass sie Vereine gründen, dass wir assistieren auch beim Suchen nach Räumlichkeiten, dass sie selber sich natürlich dann unterstützen mit, was Behördengänge sind, weil das macht auch unsere Arbeit immer viel leichter und bis eben hin, dass sie ihre eigene Kultur, ihre eigene Sprache pflegen, auch das ist enorm wichtig. Und dazu gehört auch, dass wir, wo ich vorhin gesagt habe, wir haben unsere Bildungsstrategie in unseren Kindergärten auch verstärkt einstellen wollen, Leute, die eben Native Speaker sind von den Hauptnationen, wo wir Zuwanderung haben. Weil ich habe vor 2 Jahren mal zu einer Bürgermeisterkonferenz Europas eingeladen gehabt und mir hat imponiert der Kollege aus Graz in Österreich, der sagte, wir haben sehr, sehr gute Erfahrung damit gehabt, wenn ich den jungen Leuten Unterstützung gebe, ihre eigene Muttersprache zu pflegen, lernen sie viel besser die Fremdsprache als die Sprache des Landes, in dem sie hier zu Gast sind. Und das wollen wir auch mit aller Konsequenz bei uns umsetzen. Das klingt sehr überzeugend. Ich habe eine Rückfrage, vor allen Dingen nach Münster, weil ich ja Münster auch ein bisschen kenne.
Sie können ein solches Konzept umsetzen in städtischen, kommunalen Einrichtungen. Sie arbeiten aber auch mit Trägern, das haben Sie an verschiedenen Stellen gesagt, freien Trägern zusammen, mit den Kirchen, mit Initiativen, die ja oft dann auch Träger von Kindertageseinrichtungen zum Beispiel sind. In Münster ist das ja gehäuft der Fall. Tatsächlich ist aber doch auch gerade der Prozentanteil von Kindern mit Migrationshintergrund in konfessionellen Einrichtungen eher geringer. Wie gehen Sie damit um? Also zunächst mal ist es natürlich so, dass die Rahmenbedingungen die gleichen sind. Ja. Und wir natürlich auch in den eigenen Tageseinrichtungen für Kinder auch unser Personal entsprechend schulen. Aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Frage ist, wie gehe ich von Anfang an mit den Kindern um, egal in welchem Alter sie gerade sind. Also selbst wenn sie in einem Alter sind, wo die Eltern sich entscheiden, sie noch nicht in eine Tageseinrichtung für Kinder bringen, was wir ja eigentlich wünschen, weil dadurch natürlich die Integrationspotenz deutlich zunimmt. Aber sagen wir mal ein- oder zweijähriges Kind. Dieses Monitoring und mit den Kindern umzugehen, hat nicht nur was mit der unmittelbaren Betreuung zu tun, sondern auch mit der Frage der individuellen Konstitution des Kindes. Also wo wir auch tatsächlich Potenzen des Gesundheitsamtes einsetzen. Wir gucken, wie es denen geht. Wir arbeiten mit den Kliniken zusammen. Oft sind das Kinder, die traumatisiert sind. Die Eltern, die traumatisiert sind oder Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Also wirklich sich das Individuum genau anzugucken, das Kind selber anzugucken als Persönlichkeit. Und aus dieser Persönlichkeit heraus passgenaue Lösungen zu finden. Das ist sehr anspruchsvoll, das gebe ich zu, das ist auch nicht ganz preiswert. Aber es nicht zu tun, wird am Ende viel, viel teurer werden, wenn man es nochmal unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sieht, abgesehen von den humanitären Aspekten, die da eine Rolle spielen. Also von daher steht hier im Vordergrund ganz am Anfang die individuelle Betrachtung, die individuelle Begleitung und gerade auch bei kleinen Kindern, die zur Verfügungstellung des Portfolios an Möglichkeiten, weil eben manche Eltern oder Elternteile es schon gar nicht mehr wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Und deshalb würde ich diese Frage nie reduzieren auf nur die originäre Aufgabe der Tageseinrichtung für Kinder oder von Tagesmüttern oder Vätern, sondern tatsächlich auf die ganzheitliche Frage, genau auf das Kind zu gucken. Und jeder Mensch ist ein Individuum, auch ein Kind. Und nochmal kurz die Rückfrage, alle Träger spielen da auch mit, auch die freien Träger. Sie sind in einem Diskurs in Ihrer Stadt oder Sie in Dresden mit den freien Trägern, dass man gemeinsam ein solches Konzept entwickelt und auch durchträgt. Also ich sehe jetzt nicht, dass die freien Träger sich entsprechend solchen Entwicklungen versperren. Sehe ich auch nicht, im Gegenteil. Jeder hat natürlich andere Ideen, aber der Grundansatz ist der gleiche. Und je höher und diverser die Angebote sind, das ist ja auch ein Wettbewerb um die guten Angebote. Warum nicht? Ich würde gerne eine Frage ansprechen, weil die, glaube ich, gegenwärtig die Öffentlichkeit sehr beschäftigt. Fühlen Sie sich eigentlich wohl und sicher in Ihrer Rolle als Oberbürgermeister einer Stadt, die nach vorne tritt, beide Städte, die nach vorne treten und für Integration, für Umgang mit Heterogenität und Vielfalt, für ein aufgeschlossenes gesellschaftliches Klima eintreten gegen Alltagsrassismus, der Konflikt, der jetzt hochgekocht ist durch die Ermordung des Kasseler Politikers, ist ja nur die Spitze eines Eisbergs. Befragungen zeigen, dass es reale Bedrohungssituationen für politisch Engagierte wie Sie gibt. Hatte Ihr Vater nicht ein bisschen recht? Halt dich weg, der Junge. Also, ich bin ja schon im Wahlkampf damit offen umgegangen. Und wenn meine Frau ist eine Ausländerin und das so bezeichnet als Südkoreanerin, wir sind da mit gesamten Familienfoto eingetreten, jeder wusste auch, was sich beim Kein ist. Bin auch jetzt nicht einer, der jetzt sich in die Ecke stellt und sagt, wir armen Politiker. Wir stehen in der Öffentlichkeit haben im Prinzip auch mal vielleicht ein bisschen stärkeren Wind auszuhalten. Was nicht akzeptabel ist und was überhaupt nie diskutiert werden kann, ist wie der Fall Lücke, dasselbe gilt für den Danziger Kollegen in Polen. Also da ist jede Schwelle überschritten, dass Kommunalpolitiker, die sich für ihre Gemeinden
engagieren und sogar wenn sie eine andere Meinung vertreten, als man das selber hat, dass sie umgebracht werden, das ist mitnichten hinzunehmen und da muss auch der Staat mit aller entsprechenden Gewalt das Gewaltmonopol sich einfordern. Aber ansonsten gehöre ich jetzt nicht zu denjenigen, die besonders unsere gilt als Kommunalpolitiker als besonders betroffen darstellen. Das führt eher zu Trittbrettfahrern. Sehe ich genauso. Übrigens, der gefährlichste Beruf ist der Straßenwärter, also die auf den Autobahnen arbeiten. Und ich glaube auch, dass man, also erstmal werde ich persönlich nicht bedroht und vielleicht ignoriere es auch, aber oder wird vom Büro weggefiltert. Aber es ist auch genauso, wie der Kollege Dirk Hilbert aus Dresden gerade gesagt hat. Wir müssen natürlich differenzieren. Wir müssen auf der einen Seite aufpassen, dass wir jetzt nicht zu so Jammerböcken werden. Das ist natürlich ein. Es gehört mit dazu, in der heutigen Zeit auch das auszuhalten, dass man eben durchaus Kritiker hat und dass der Ton rauer wird oder zumindest das Raue sichtbarer wird. Also das, was früher an der Kneipentheke in einem relativ kleinen Teil von 10, 20 Leuten besprochen wurde oder vielleicht auch nur 5, das wird heute sofort ins Netz gehauen. Und das liest jeder, natürlich mit so einer Semi, sagen wir mal, Anonymität. Aber dadurch wird natürlich eine gewisse Rauheit potenziert. Und das kennen wir alle gar nicht. Und dadurch kann natürlich sehr schnell irgendwann ein Punkt überswitcht werden, nämlich das Thema der Würde. Und irgendwann kann aus der Entwürdigung Hass werden. Und da sind die Punkte, wo ich allerdings dann auch sage, da müssen wir höllisch aufpassen. Und da sind im Übrigen auch die so reichen Konzerne wie Google und Facebook, wie sie alle heißen, gefordert, das nicht zuzulassen. Die haben Geld ohne Ende. Da müssen die das Netz auch entsprechend besser bewachen und darauf achten, dass sowas nicht passiert. Das Zweite ist, natürlich bereitet mir das Sorge und ich stehe, wir beide sind ja auch da beim Städtetag unterwegs, das ist ja auch eine Community, Selbsthilfegruppe für Opferwaldungsbeamte, sagen wir immer. Parteiübergreifend, also man merkt ja keine Parteiunterschiede, wenn wir da zusammenkommen. Aber ich weiß natürlich auch von einem Kollegen oder einer Kollegin, da haben sie neulich die Radmutter von ihrem Auto gelöst und der Sohn ist mit dem Auto gefahren. Das ist überhaupt nicht lustig, sowas. Ja. Oder wenn dann Anrufe kommen oder auch Drohbriefe kommen, das ist teilweise in der Tat ein Stück Realität. Und da glaube ich, ist es in der Tat so, es fängt schon bei der Art und Weise an, wie man in einen Diskurs tritt. Ich meine, es sind immer nur, der Titel ist Oberbürgermeister. Wir sind vor allen Dingen Bürger oder Bürgerin. Wir sind mal für einen historisch kleinen Zeitraum der Geschichte einer Stadt an Wählerinnen und Wähler uns Vertrauen geschenkt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das könnte jeder andere auch machen. Und deshalb sind wir immer auch Bürgerinnen und Bürger und immer auch in dieser Verantwortung als Bürger gesehen zu werden. Und ich glaube, an einem Punkt mache ich mir in der Tat Sorge. Wie wird es uns eigentlich gelingen, in Zukunft Menschen zu gewinnen, die bereit sind, sich in der Politik zu engagieren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und vor allen Dingen, wie wird es gelingen, Leute zu gewinnen, die auch ein gewisses Wertegerüst haben, die auch eine gewisse Ausgeglichenheit besitzen, die diese Offenheit besitzen und keine Machos, sondern wirklich Leute, die wirklich auch für die Bürgerinnen und Bürger da sind, ein offenes Ohr haben, die das auch aushalten können. Ich glaube, da müssen wir in Zukunft ein bisschen drum werben auch, dass wir da Leute gewinnen. So richtig wellnessmäßig ist das natürlich nicht immer für alle. Und ich schiebe danach, vielleicht können Sie da noch ein bisschen weiterhaken oder auch Sie, Herr Hilbert, wie können wir in solche Prozesse Gewinnung junger Leute, sich für Politik zu engagieren, sich einzusetzen, auch für den Wertekanon des Grundgesetzes, da gehört auch Gleichberechtigung dazu, ein Thema, das interkulturell uns auch immer wieder herausfordert, interreligiös auch, das sind so Themen, mit denen ich unterwegs bin. Wie gewinnen wir denn junge Leute mit Migrationshintergrund, mit Fluchthintergrund, tatsächlich auch sich dann in der Politik zu engagieren? Die gewinnen wir genauso, wie wir auch die keinen Fluchthintergrund haben, gewinnen. Man muss denen zuhören, man muss die Anliegen haben, man muss ihnen sagen, ihr habt was zu sagen. Ich sage mal ein Beispiel. Fridays for Future. Was wurde darüber gejammert? Aber jetzt sind wir doch mal froh, dass sich junge Menschen engagieren, dass sie ihre Sorgen zum Ausdruck bringen. Man muss ja nicht gleich deren Meinung sein, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss eine Haltung entwickeln. Und wenn wir das gar nicht tun, dann werden wir das auch bei jungen geflüchteten Menschen nicht finden. Das ist, glaube ich, die Frage,
einer demokratischen Kultur, wo wir auch aushalten, dass es neue Formen der medialen Kommunikation gibt und dass junge Menschen eben auch in Sorge sind. Und ich bin mir ganz sicher, wenn die geflüchteten Menschen, auch die Jungen, übrigens die Jungen können viel, viel besser und schneller die deutsche Sprache lernen. Wie oft bin ich schon mit geflüchteten Familien zusammengekommen, wo Kinder im Alter von 8 oder 9 Jahren die Gespräche übersetzt haben zu ihren Eltern, die weder Englisch konnten noch Französisch noch sonst irgendwas. Ganz oft. So, und das heißt, die Kinder sind ja ganz andere Transmitter, die sind ja ganz anders in der Lage, auch diese Kultur wahrzunehmen. Und deshalb würde ich da gar nicht so streng immer trennen, das sind das Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete. Nee, das muss, gerade bei Kindern ist der, die Rahmenbedingungen, sind die Wurzeln viel, viel intensiver. Übrigens hat das in unserer Stadt dazu geführt, was diese demokratische Kultur angeht, übrigens auch die Wahlbeteiligung junger Menschen. Wir hatten bei der Europawahl die höchste Wahlbeteiligung und 4% AfD, die niedrigste AfD-Beteiligung und übrigens bei der Bundestagswahl auch. Also das hat auch natürlich was damit zu tun, dass eben diese Protestbewegung in einem rechten Amt eben an der Stelle nicht stattfand. Das waren auch gerade junge Leute, die sich da sehr aktiv gezeigt haben. Sie haben die doch ins Rathaus eingeladen, die AfD. Ich habe die AfD nie ins Rathaus eingeladen. Ich habe sogar ein Gerichtsurteil bekommen, weil die Kaufmannschaft in Münster, das ist das Schöne, mitten aus der Bürgerschaft heraus Europafahnen aufgehängt hat, den Prinzipalmarkt verdunkelt hat. Und zufälligerweise war mir das Rathaus auch dunkel, dagegen hat die AfD gegen mich geklagt. Dabei ist wahrscheinlich nur eine kleine Ratte durch das Kabel gelaufen, hat das Gerücht gebissen. Dann war es aber mal dunkel, das Rathaus. Ich habe die AfD nicht eingeladen, aber wir mussten sie leider reinlassen, weil die AfD nicht verboten ist. Es gilt das Gleichheitsprinzip. Und von daher war das ein schönes, breites bürgerschaftliches Bündnis. Und das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, breites bürgerschaftliches Bündnis. Wir sind zwar eine Friedensstadt, aber bei uns wird politisch gekesselt ohne Ende. Es gibt, sagen wir mal, drei Milieus. Das sind einmal immer noch die christlichen Milieus. Das sind die Milieus, die so, sagen wir, der Friedensbewegung, alternativen Bewegung entstammen. Und so das klassische liberale Bürgertum. Die würde ich mal so in diese drei soziologischen Gruppen so einteilen. Wie gesagt, die können kesseln ohne Ende. Aber wenn es um Rechte von Minderheiten geht oder so grundsätzliche Dinge des menschlichen Miteinanders, dann halten die zusammen. Und dann demonstrieren auch alle zusammen. Und das finde ich wirklich großartig, dass es dann eben keine ideologischen Demonstrationen sind, sondern es sind Demonstrationen, die für das Miteinander sind, die für Europa sind, für Vielfalt sind. Und nicht immer nur dieses Gegen, wir sind gegen Rassismus und wir sind gegen, nein, wir sind für. Wir sind für etwas. Ja, wenn wir immer nur gegen sind, dann wird wieder die Frage, wofür seid ihr denn eigentlich? Nein, wir sind für das Miteinander und den Reichtum von Vielfalt. Bevor wir ins Plenum gehen, und einige melden sich ja schon, eine Frage würde ich gerne noch ansprechen, Integration in den Arbeitsmarkt. Und da würde ich auch Sie, Herr Groß, nochmal ansprechen wollen. Wir haben häufig die Situation, dass gesagt wird, eigentlich brauchen wir die geflüchteten jungen Menschen, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Migration, weil wir eben unseren Fachkräftemangel ja gar nicht beheben werden. Nun hat sich gezeigt, Integration in den Arbeitsmarkt hat viele Fallen und Tücken, auch rechtliche Rahmenbedingungen, ist gar nicht ohne weiteres einfach. Gerade das Thema Anerkennung von Abschlüssen macht uns auch an der Uni durchaus zu schaffen. Was muss man eigentlich an Rahmenbedingungen schaffen und welche rechtlichen Möglichkeiten sind eigentlich gegeben für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, vor allen Dingen auch von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt? Und kann man Bedingungen schaffen, die ihre Situation verbessern? Wir haben immer wieder Situationen geschildert bekommen, ein Arzt aus Syrien, konkreter Fall, der am Finkenhügel mitgenommen werden sollte, zunächst mal für ein Praktikum. Und das war aus also rechtlichen Bedingungen, die hatten mit Hygiene, die hatten mit anderen Themen zu tun, nicht möglich. Er konnte also schlicht nicht auch wenigstens Kontakt zu seinem alten Beruf aufnehmen. Viele Beispiele, die uns immer wieder erzählt werden, wie kann man dieses Thema Integration in den Arbeitsmarkt so annehmen, dass da auch tatsächlich Integration gelingt? Wird? Also unser Aufenthaltsrecht teilt da die, vereinfacht gesagt, ausländische Bevölkerung in sehr unterschiedliche Gruppen ein. Grundsätzlich haben wir seit mehr als 10 Jahren sehr großzügige Regelungen für alle, die einen akademischen Abschluss haben. Da muss dann aber in der Tat halt die Gleichwertigkeit festgestellt werden. Und da sind die Stellen, die dafür zuständig sind,
halt doch an unsere Regeln gebunden. Und das heißt, da wird auch relativ strikt geprüft, ob eben die entsprechenden Abschlüsse tatsächlich wenigstens ungefähr denen entsprechen, die man in Deutschland erwerben kann. Andernfalls gibt es häufig noch die Möglichkeit von Nachqualifikation, aber das muss dann zum Beispiel natürlich auch erstmal finanziert werden. Jetzt gerade ist neu beschlossen worden, eine weitere Öffnung in dem Segment von Berufen, für die man eine Berufsausbildung braucht, aber keinen akademischen Abschluss. Auch da haben wir natürlich ein großes Problem der Gleichwertigkeit. Da soll es jetzt allerdings die Möglichkeit geben, auch Berufserfahrung, jedenfalls mehrjährige Berufserfahrung in anderen Ländern als gleichwertig zu einem Abschluss, den es natürlich in unserem dualen System zwar gibt, aber in vielen anderen Ländern der Welt nicht. Wer es auch relativ leicht hat, vorausgesetzt die anderen Voraussetzungen stimmen, sind anerkannte Flüchtlinge. Eine große Gruppe, die aber weitgehend ausgeschlossen sind, sind die nicht anerkannten Flüchtlinge, die aber zum Teil schon seit Jahrzehnten hier leben und von denen man jetzt schon weiß, dass von denen, die in den letzten Jahren gekommen sind und nicht anerkannt worden sind, auch für längere Zeit hier bleiben wird. Und da hat der Bundesgesetzgeber nach wie vor sehr hohe Hürden aufgerichtet, dass wir die in den ordentlichen Arbeitsmarkt integrieren, weil das Ziel der Abschreckung zukünftiger Flüchtlinge höher gewichtet wird als das schon vorhandene Potenzial. Und da geht es ja häufig um Leute, die auch gut Deutsch können, die schon eine Ausbildung gemacht haben, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Also insofern ist die Rechtslage auf Bundesebene da ambivalent oder vielleicht auch sogar widersprüchlich.